Hallo, schön, dass Sie mich angeklickt haben. In den nachfolgenden 7 Fällen geht es nicht um ungeklärte Kriminalfälle. Es geht nicht über Kreuzfahrtgäste, die wahrscheinlich über Bord gingen und deshalb nie mehr aufgetaucht sind. Und es geht nicht um Personen, die im kriminaltechnischen Sinn als vermisst galten. Nein, heute zeige ich euch 7 authentisch bezeugte Fälle von Menschen, die teilweise vor den Augen anderer von einer Sekunde zur anderen im Nichts verschwanden. USA, Quincy, Illinois, 1878. Der 16-jährige Charles Ashmore verließ am Abend des 9. November kurz das Haus, um einen Eimer Wasser vom Brunnen zu holen. Er kam niemals wieder. Das Einzige, was man von ihm fand, waren seine Fußspuren im Schnee, die abrupt auf halbem Weg zum Brunnen endeten. Charles Ashmore lebte zu jener Zeit mit seinen Eltern und 2 älteren Schwestern auf einer kleinen Farm. Als eine Zeitspanne vergangen war, in welcher der Junge 10 Eimer Wasser geholt haben könnte, zündete der Vater Christian Ashmore eine Laterne an und ging mit der ältesten Tochter Mercer hinaus, um nach dem Verbleib des Sohnes zu schauen. Die im Schnee leicht erkennbaren Fußspuren des Jungen führten von der Haustür aus auf geradem Weg in Richtung zum Brunnen, endeten dort aber bereits auf der Hälfte des Weges. Ab diesem Punkt gab es nur unbetretenen Schnee, ohne Fußabdrücke. Es war, als habe eine unsichtbare Kraft Charles Ashmore nach oben gezogen. Vater und Tochter machten einen Bogen um die letzten Fußspuren und gingen nun zum Brunnen. Der Wasserspiegel dort war mit einer dünnen Eisschicht belegt, die seit Stunden unberührt geblieben war. Es schien, als ob Charles den direkten Weg vom Haus zum Brunnen gegangen war, um sich dann aber, etwa 10 Meter vor dem Ziel, in die Lüfte erhoben zu haben. Unfassbar für die Familie. Auch am nächsten Morgen fand man von Charles keine weitere Spur und keinen Hinweis darauf, was sich in der Nacht zugetragen hatte. 4 Tage später ging die tief um ihren Sohn trauernde Mutter selbst zum Brunnen, um Wasser zu holen. Als sie zurückkam, war sie völlig hysterisch und behauptete, die Stimme von Charles gehört zu haben. Er habe deutlich mehrmals um Hilfe gerufen. Seine Stimme schien mal aus dem Brunnen, mal aus dem Geäst des Baumes gekommen zu sein, der in der Nähe des Brunnens stand. Die Familie, die Nachbarn, der halbe Ort suchte nun erneut das ganze Gebiet wieder ab. Man stellte die Suche schließlich nach Stunden erfolglos ein. Einige Tage später behauptete nun auch eine der Schwestern, die Stimmen von Charles nahe des Brunnens gehört zu haben. Ein herbeieilender Nachbar bestätigte dies und wieder wurde das Anwesen und besonders die Umgebung des Brunnens abgesucht. Und jetzt vernahmen auch andere Personen die entfernten Hilferufe des Jungen, die aus völlig unterschiedlichen Richtungen zu kommen schienen. Es war, als irrte der Junge unsichtbar wie ein Geist umher, ohne den Weg nach Hause in die reale Welt zurückzufinden. Ab den ersten Märztagen, also erst 4 Monate später, verebbten die sporadischen Hilferufe des Jungen dann völlig. Ist es möglich, dass Charles Ashmore in ein sogenanntes schwarzes Loch gefallen war und nun in einer anderen Dimension umherirrte, um das inzwischen wieder geschlossene Schlupfloch zu finden, welches ihn zurück in seine Welt führen würde? Interessant ist auch die Tatsache, dass dieser Fall damals von dem amerikanischen Schriftsteller Ambrose Bierce untersucht wurde, der 40 Jahre später selbst auf mysteriöse Weise spurlos für immer verschwand. September 1980. Der Massengutfrachter Derbyshire befindet sich mit 150.000 Tonnen Eisenerz in den Frachträumen auf hoher See. Mitten im Pazifik, 370 Kilometer von der Ostküste Okinawas entfernt.
Die Derbyshire ist ein riesiges Schiff, über 300 Meter lang, doppelt so groß wie die Titanic und erst 4 Jahre alt. Ein Gigant der Meere, auf dem sich die Besatzung auch im stärksten Sturm gut aufgehoben fühlen sollte. Am 9. September verschwindet die Derbyshire mit ihrer gesamten Besatzung. Das bislang größte britische Schiff, das auf See blieb. Und niemand fand eine Erklärung für ihr Verschwinden. Wie konnte sich dieses riesige Schiff einfach in Luft auflösen? Ohne Hilferuf, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen. In Japan kursieren Legenden von unbekannten Kräften, die auch das stärkste Schiff überwältigen können. Von riesigen Meerungeheuern, die Seeleute in den Tod ziehen. Geschichten von spurlos verschwundenen Schiffen in der Teufelssee gibt es zuhauf. Experten bemühen sich, ein Muster zu konstruieren, das zur Lösung dieser Fälle beiträgt. Auffällig ist, dass die Positionen der versunkenen Schiffe auf der Karte alle in einem Dreieck liegen. Geradezu ein Abbild einer anderen berüchtigten Gefahrenstelle der Weltmeere. Zwar auf der anderen Seite der Erdkugel, aber auf demselben Längengrad wie die Teufelssee liegt das Bermuda-Dreieck. Nur ein Zufall? Professor Yaoi hat eine ganz eigene Theorie zum Verbleib des Schiffes entwickelt, die er überzeugt vertritt. Stellen Sie sich eine Fernsehübertragung vor. Fernsehsendungen werden im Studio hergestellt. Nachrichten, Filme, was auch immer. Doch wenn sie gesendet werden, verwandelt sich ihr Zustand. Sie werden in elektromagnetische Wellen verwandelt, die wir weder sehen noch berühren können. Ich will damit sagen, dass eine andere Dimension in unserer Lebenswelt vorhanden sein kann, ohne dass wir sie wahrnehmen. Einer von vielen Berichten, der die Teufelssee mit übernatürlichen Ereignissen in Verbindung bringt und somit ihrem sagenumwobenen Ruf neue Nahrung gibt. Der englische Schuhmacher James Wasson aus Leamington wettete 1873 mit seinem Freund Barham Weiss, dass er ohne eine einzige Pause zu machen von dem Gasthaus, in dem sie gerade diskutierten, bis zum Nachbarort laufen könne. Begleitet von einem leichten Pferdegespann mit Weiss und 2 anderen Bekannten lief Wasson die ersten Meilen mit großer Leichtigkeit, ohne auch nur die Spur einer Ermüdung zu zeigen. Aber dann passierte es. Plötzlich, direkt auf der Mitte der Straße und nur einige Meter von den Männern entfernt, schien Wasson über etwas zu stolpern. Er stieß einen lauten Schrei aus und verschwand. Er fiel nicht hin, er landete in keinem Graben und er kugelte keine Böschung hinab. Beides war in dem flachen Gelände auch nicht vorhanden, sondern er löste sich vor den Augen seiner Freunde in Luft auf. Diese sprangen vom Pferdewagen und suchten die Stelle ab, wo der Schuhmacher verschwunden war. Sie riefen und suchten stundenlang nach ihm, aber es war, als wäre er durch ein unsichtbares Loch in eine andere Welt gefallen. Er wurde nie mehr gesehen. Dezember 1945. Über dem Atlantik kommt eine amerikanische Fliegerstaffel vom Kurs ab. Die 5 Torpedobomber verschwinden spurlos. Das Bermuda-Dreieck wurde schon für viele Piloten und Seefahrer zur Todesfalle. Tausende von Wracks sollen auf dem Meeresgrund ruhen. Doch nicht nur Schiffe versinken plötzlich, auch hunderte von Flugzeugen sind über dem Atlantik auf mysteriöse Weise spurlos verschwunden. Der Autor Richard Weiner hat bereits mehrere Bestseller zum Thema geschrieben. Über jene exakte geometrische Figur, die das Gebiet zwischen den Bermuda-Inseln, Florida und Puerto Rico beschreibt. Dort ganz unten, tief auf dem dunklen Grund des Meeres, da geht irgendetwas vor sich. Welches Geheimnis hütet der Atlantische Ozean in jenem Gebiet? Welche unbekannten Kräfte reißen Schiffe und Flugzeuge ins Verderben?
Legenden erzählen von riesigen Seeungeheuern, von kosmischen Zeitlöchern und Magnetfeldern. Es heißt, das Meer verschlinge seine Opfer. Für weltweite Schlagzeilen sorgte die Tragödie vom 5. Dezember 1945. Auf der Airbase in Fort Lauderdale herrscht Alltagsbetrieb. Die Teilnehmer eines Trainingsprogramms sind soeben gestartet. 14 junge Männer in 5 Maschinen. Flug 19, eine der Abschlussaufgaben ihrer Ausbildung. Die Operation leitet ein erfahrener Pilot, Leutnant Charles Taylor. Was sich in der Luft abgespielt hat, dokumentieren Funkaufzeichnungen, allerdings nur bruchstückhaft. Fort Lauderdale Tower, hier ist Fox Terra 28. Wir scheinen vom Kurs abgekommen zu sein und sehen kein Land. Können Sie uns ein Signal geben? Die Frage versetzt die Mannschaft auf der Airbase sofort in Alarmbereitschaft. Fox Terra 28 hier, Fort Lauderdale. Wie lautet Ihre Position? Fort Lauderdale, wir können unsere Position derzeit nicht bestimmen. Für die 5 Torpedobomber eine brenzlige Situation und für die Bodenstation eine Katastrophe. FT28, this is Fort Lauderdale. Can you now confirm your position? Fort Lauderdale, hier ist FT28. Es scheint, als hätte der Wind uns über die Florida Keys geweht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie wir von unserer derzeitigen Position zurück nach Fort Lauderdale kommen. FT28, hier ist Fort Lauderdale. Können Sie mich hören? Wie lange können Sie noch in der Luft bleiben? Der Sprit reicht bis etwa 20 Uhr. Dann bleiben uns 3 Stunden, um Sie zurückzuholen. Inzwischen sind 3 Stunden vergangen. Das Wetter verschlechtert sich zusehends. Charles Taylor hat Probleme mit dem Kompass. FT28 an Fort Lauderdale. Können Sie ein Signal geben? Wir sind nicht allzu weit von unserem Wendepunkt entfernt. Wie lange fliegen wir schon in diese Richtung? Wo zur Hölle sind wir? 20 Uhr. Für Flug 19 läuft die Zeit ab. Eine Rettungsmaschine hebt ab, um nach den Vermissten zu suchen. Das Unglaubliche geschieht. 27 Minuten nach dem Start verschwindet auch das große Flugboot spurlos. Insgesamt 6 Flieger samt Besatzung. Sie werden nie wieder gesehen. FT28, können Sie mich hören? Taylor hatte vorher einmal erwähnt, dass seine Instrumente möglicherweise nicht in Ordnung waren. Er verfügte in der Maschine jedoch über 3 verschiedene Kompasse. Ein Gerät kann sicher einmal ausfallen, aber er hatte ja noch 2 andere. Und alle 5 Flugzeuge zusammen besaßen 15 Kompasse. Doch bis auch die letzten Zweifel ausgeräumt sind, behält das sagenumwobene Gewässer vor der amerikanischen Küste seinen schaurigen Ruf. Als heimtückische Todesfalle im Atlantik. Okay, ich sehe noch mal nach den Pferden. Dann können wir losfahren. Es waren bis auf sein späteres Rufen aus einer anderen Welt die allerletzten Worte, die die Familie des 42-jährigen Farmers David Lang aus Gallatin, Tennessee, von ihrem Familienoberhaupt hörten. Denn was nun am 23. September des Jahres 1880 passierte, ist geradezu eine klassische Bilderbuchszene in der Geschichte von spurlos verschwundenen Menschen. Die Familie wollte in die Stadt fahren. Alle standen schon vor dem Haus, dann passierte es. David Lang ging auf den Stall zu, während im gleichen Augenblick der Richter des Ortes, ein schrulliger Mann namens Peck, mit seinem Gespann in den Hof einbog.
Er sah die Frau des Farmers mit den beiden Kindern vor der eingespannten Kutsche stehen und, etwa 6 Meter von diesem entfernt, David Lang, der auf den Stall zuging, dann aber plötzlich über irgendetwas zu stolpern schien und sich im selben Moment und buchstäblich von einer Sekunde zur anderen in nichts auflöste. Fassungslos untersuchten der Richter, Mrs. Lang und deren Kinder die Stelle, wo es weder ein Loch gab, noch einen Strauch oder ähnliches, wo ein ausgewachsener Mann hätte stolpern oder verschwinden können. Man fand nichts. Absolut nichts. Später eilten noch einige Nachbarn herbei, aber auch deren Suche blieb erfolglos. Die Erde schien David Lang verschluckt zu haben. 7 Monate später fiel den Kindern des Farmers auf, dass dort vor dem Haus, wo ihr Vater einst verschwunden war, Gras und Blumen in einem Umkreis von etwa 5 Metern kaum oder nur ganz spärlich wuchsen. In dieser Zeit hörte man auch mehrmals die verzweifelt und entfernt klingenden Rufe von David Lang. Hilferufe aus einer anderen Welt, die dann irgendwann für immer verhallten. Denn ein Traum ist alles Sein. Und die Träume selbst sind Traum. Am 14. Februar 1900 feierte man überall im sommerlichen Australien den Valentinstag. So auch die Mädchenklasse des Appleyard-Internats in der Nähe von Melbourne. Es geht mit der Kutsche zum nahegelegenen Hanging Rock, einem grünbewachsenen felsigen Areal, das in früheren Zeiten von den einheimischen Ureinwohnern als Kultstätte verehrt wurde. In Begleitung ihrer Lehrerin Miss McCraw wollen die Schülerinnen einen sorglosen Nachmittag verbringen. Doch dieser endet in einer Katastrophe. Es beginnt damit, dass 4 der Schülerinnen, Marion, Irma, Edith und Miranda, sich mit Genehmigung der Lehrerin von der Gruppe entfernen, weil sie den Felsen auf eigene Faust erkunden wollen. Nach etwa 2 Stunden kehrt aber nur die völlig verwirrte und erschöpfte Edith zurück. Sie kann sich an nichts mehr erinnern und so macht sich Miss McCraw auf, um die Mädchen zu suchen. Doch auch sie kehrt nicht wieder. Als die Klasse schließlich am späten Abend zur Schule zurückkehrt, sind die 3 Mädchen sowie deren Lehrerin nicht dabei. Alle 4 sind spurlos verschwunden. Und 3 von ihnen werden es für immer bleiben, so als hätte der Erdboden sie verschluckt. Doch noch besteht zu diesem Zeitpunkt Hoffnung, die Vermissten zu finden, denn eine Familie aus Melbourne, die hier ebenfalls den Tag verbracht hatte, will die Mädchen später noch gesehen haben. Und so startet am nächsten Tag eine groß angelegte, aber leider erfolglose Suche. Man findet keine Spur und nicht den kleinsten Hinweis auf den Verbleib der Verschwundenen, bis eine Woche später dann doch eines der Mädchen, Irma, bewusstlos in einer Felsnische entdeckt wird. Ihre Hände und Arme sind von Dornen zerkratzt, aber schwerere Verletzungen werden nicht festgestellt. Auch sie wird sich später an absolut nichts erinnern können. Miranda Clark, Marion Quart und die Erzieherin Greta McCraw bleiben weiterhin verschwunden und Ende März wird für sie eine Totenmesse gehalten. Eine Freundin der Mädchen, Sarah, nimmt sich kurze Zeit später das Leben und selbst die an sich sehr bodenständige Direktorin des Internats wird diese mysteriösen Ereignisse nicht unbeschadet überstehen. Am Freitag, dem 27. März 1900, wurde die Leiche von Mrs. Arthur Appleyard, Direktorin des Appleyard College, am Fuße des Hanging Rock gefunden. Obwohl die genauen Umstände ihres Todes nicht bekannt sind, ist man der Annahme, dass sie bei dem Versuch, den Felsen zu erklimmen, abstürzte. Die Suche nach den vermissten Schülerinnen und ihrer Erzieherin wurde noch einige Jahre lang in unregelmäßigen Abständen fortgesetzt. Doch ohne Erfolg. Bis zum heutigen Tag ist ihr Verschwinden ein Geheimnis geblieben.
Die folgende Geschichte ist mehr als nur sonderbar, denn sie ist sehr alt, authentisch überliefert, aber dennoch liegt ihr ein Thema zugrunde, mit dem wir uns erst in jüngerer Zeit auseinandersetzen. Heute, in einem Zeitalter, wo der Mond bereits betreten wurde, wo Raumsonden und Satelliten die Erde umkreisen und Weltraumraketen zu anderen Planeten unterwegs sind, heute ist unser geistiger Horizont auch für das Unwahrscheinliche offen. Vor einigen hundert Jahren jedoch waren solche Denkansätze schlicht und ergreifend unfassbar. Ein Ereignis wie das nachfolgende war in jener Zeit für alle Beteiligten und für spätere Generationen absolut mysteriös, rätselhaft und unbegreifbar. Die heute nur noch als Teilruine existierende Abtei von Heisterbach birgt ein jahrhundertealtes Geheimnis. Die einst prächtige Klosteranlage nahe des Siebengebirges war von tiefen Wäldern umgeben, die bis zu den Rheinauen reichten. Zahlreiche fromme Mönche lebten hier, verrichteten ihr Tagwerk, beteten eifrig oder gingen ihrem Handwerk nach. Einer von ihnen war der wissenschaftlich hochbegabte Bruder Benedikt, der allerdings, ganz zum Leidwesen seines Abtes, immer wieder biblische Dogmen in Frage stellte oder diese zuweilen sogar lauthals anzweifelte. Immer wieder wurde er ermahnt, den göttlichen Weisungen nachzukommen und bedingungslos und ohne Wenn und Aber daran zu glauben, was die Heilige Schrift dem Menschen mitteilte. Sonst, so meinte der Abt, würde es einen schlimmen Ausgang mit ihm nehmen. Bruder Benedikt versprach, sich zu bessern. Er versuchte es auch, tatsächlich aber stieß er beim intensiven Studium immer wieder auf Rätselhaftes, das ihn erneut ins Grübeln verfallen ließ. So auch ein Satz aus Petrus 2, Vers 3, 8, wo es heißt: Das eine, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Also das erschien ihm unmöglich. Für Jesus wären 1000 Jahre wie ein Tag, und wie um alles in der Welt sollte das gehen? Was konnte damit gemeint sein? Warum stand ein solcher Ausspruch überhaupt in der Heiligen Schrift? Benedikt beschloss, es auf einem Waldspaziergang, wo er viel Ruhe und kaum Ablenkung hatte, über diesen geheimnisvollen Satz intensiv nachzudenken. Er tat das auch, verabschiedete sich zum Beerensammeln und marschierte los. Im Wald angekommen, lockte ihn dann der wunderschöne Gesang einer Nachtigall immer weiter vom Weg weg, bis er irgendwann leicht ermüdet ins Moos sank, um auszuruhen und nachzudenken. Darüber muss er wohl eingeschlafen sein, denn als er erwachte, stand die Sonne, die durch das Geäst der Bäume blitzte, an einem Punkt, der die nahe Dämmerung verkündete. Und so rappelte er sich auf und machte sich flugs auf den Heimweg, um die Pforte zum Kloster noch kurz vor dem Hereinbrechen der Dämmerung zu erreichen. Was ihn sehr wunderte, er hatte den Mönch vom Eingangsportal noch nie zuvor gesehen. Und auch dieser wollte ihn, Benedikt, zunächst nicht einlassen. Dann führte er ihn aber zum Speiseraum, wo die Mönche der Abtei gerade ihre Plätze zum Abendessen einnahmen. Zielstrebig steuerte Bruder Benedikt seinen angestammten Platz an, den aber machte ihm ein anderer Mönch jetzt streitig. Auch der schien neu im Kloster zu sein. Nun sah er sich um und musste feststellen, dass er nicht einen einzigen der Männer kannte. Sie trugen auch andere Kutten als er selbst und auch sonst sah alles irgendwie fremd aus.
Der Abt, den er auch nicht kannte, fragte ihn nach seinem Namen. Und er antwortete, dass er Bruder Benedikt sei und nach dem Mittagsmahl das Kloster verlassen habe, um im Wald nach Beeren zu suchen. Man glaubte ihm nicht, bis plötzlich einer der Mönche aufsprang und berichtete, dass in der alten Hauschronik der Abtei ein Mönch vermerkt sei, der aber bereits vor über 100 Jahren das Kloster verlassen habe und nie mehr wiedergekommen sei. Man habe tagelang nach ihm gesucht, aber er sei damals für immer verschwunden, ohne eine einzige Spur zu hinterlassen. Der Mönch eilte los und etwas später konnten sie es alle in dem Buch lesen. Jener Klosterbruder, der vor 100 Jahren spurlos verschwunden war, hieß, wie unser zweifelnder Mönch, der völlig fassungslos von den Mönchen umringt war, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Benedikt.